Ja, meine Freunde, was geht ab euch? Ich bin hier am Start mit einem neuen Let's Fick den Cheater Overwatch. Fuck. Yeah. So. Mal wieder überpünktlich an einem Sonntag. So. Dauert heute ziemlich lang, die Demo runterzuladen. Der cheatet. 100%. Bin ich mir jetzt schon sehr sicher. Boah. Gestern im Livestream hatte ich einen. Eieiei. Wäre für YouTube auch sehr gut gewesen, denke ich mal. So. Ja, ich dachte. Ah! Es ist gestartet. So. Okay. Also, wir sind in der 11. Runde. Und was haben wir dann hier? Er hat 11 zu 8. Na gut, das ist jetzt noch nichts Außergewöhnliches. Hm. Sieht noch mega normal aus. Er guckt nur nicht Mitte. Aber gut, es ist auch Eco bei den Gegnern. Wir feiern jetzt hier die Kante. Ist er noch nicht durch die Wall drauf? Sah so aus, als ob er schon ein bisschen gewusst hat, wo der andere steht. Aha. Der ist immer kurz AFK. Hm. Bissle den Cheat einstellen. So. Gut, also der Pit ist angesagt. Der zweite, weiß ich gar nicht, ob der auch schon angesagt ist. Wobei, gut, jetzt geht er vor, wahrscheinlich. Langsam raffen sie es. Der links oben springt schon auf dem Spot rum. Oh ja, das wird eine nice James Bond Action. Ah, geht er down. Aber hat auch hier schon wieder gewusst, wo der andere genau steht, ne? Also links an der Wand. Der hätte ja auch rechts an der Wand langlaufen können oder am Car stehen oder was weiß ich. Ja, get right. Get right und scream in einem. Zeig mir was für mein Geld! Ja, also, Leute. Also, jetzt bin ich mir doch aber schon, sehr sicher, was hier los ist, oder? Da ist es vorbei. Wo ist meine Ward? Ich hab's schon im Ladescreen prophezeit, dass der Kerl cheatet. Ja. Also das ist auch schon, Ja. Der hat den Ghetto-Plaster wieder ums Ohr getaped. Ah, ich hab schon gedacht, er hat ihn geholt. Holy fuck. Ja. Ja, die ist klar, ne? Die Kiste ist 1 Meter breit, aber auch schon wieder perfekt. Ja, der Typ ist nice. Aber er versucht zu heilen, das ist lustig. So, und jetzt geht er in Position und ba-bam. Ba-ba-ba-bam. Nice. Also auf lang war er sehr schmackhaft auf jeden Fall. Das war der Ultimate Bust, tut mir leid. Ja, der aimt ja nicht mal lang Kante ab. Der aimt einfach nur rechts, wo er aufsteht. Geil. Nice. Und auch hier, der hat nie Fokus auf der Mitte. Wenn er weiß, dass Mitte nicht steht. Die Fläche war übrigens ultimativ kacke. Oh, ja, Onspot wird nicht geschaut, Leute. Nein, da ist keiner. Oh! Get right, ja. Alter. Meine Damen und Herren. Es ist Get Right. Aber heute nicht in guter Verfassung. Ja, jetzt wird natürlich auf dem Spot geschaut, oder? Und nicht durchgegast wie vorhin. Ja, das ist Suspekt. Da, da ist es Game Over mit dir.
Vor allem, was macht denn der denn da? Das ist die Frage. Oh! Oh, ich glaube, er hat einen am T-Spawn gebrochen. Ah! Nice! Und die HE wieder. Und keine Sorge, du brauchst gar nicht lang zu gucken, da ist keiner. Wobei, ja, ja. Gut, die Steps hat man auch gehört, aber... Boys. It's very obvious and suspicious. Oioioi, Mann. Der Typ ist nice. Also eigentlich... Eigentlich verdient der schon wieder den Award. Ja? Schade, warum wirft er nicht die HE? Wäre doch super gekommen, oder? Und guck mal, jetzt steht einer Mitte links und jetzt guckt der geil. Die vier Runden vorher nicht einmal, aber jetzt wird da natürlich hingeguckt. Oh, guck, setz dich an T-Spawn. Vielleicht ist da wieder einer B durchgerusht, wird dir gar nicht gedeckt. Warum machst du das nicht suspekt? Warum? Warum hast du denn immer Fokus auf den X-Gegnern? Der nervt mich irgendwie so ein bisschen. Ja, ja, guckt es euch an. Ah, er für. Dem seine Taktik ist ja, so lange da an bestimmten Ecken zu pieken, wo er weiß, dass ein Gegner steht. Ja, zum Beispiel sowas. Wobei, gut, Mitte ist jetzt auch nichts Specialhaftes, ne? Also, ich meine, da kommt halt immer mal einer. Ah, ihr wisst, was ich meine, ne? Bis er kommt, damit er halt den offiziell sieht und den dann halt auch dementsprechend holen kann. Weil er hat ihn ja gesehen, ja. War auch wieder durch die komplette Laterne drauf, geil. Durch die komplette Latte möchte ich meinen, aber nur Homo. Ja gut, wie das jetzt ein Head war, keine Ahnung, mit der Tech 9, aber manchmal echt einen krassen Spread. Aber vielleicht hat er ja auch einen unglaublich schlecht eingestellten Aimer noch dazu. Ja? Vielleicht. Ja, vielleicht. Guckt euch diesen Focus Point an und guckt mal dieses Millimeter eben. Geil. Ich muss mir ja immer zu jedem Overwatch einen Namen einfallen lassen, aber bei dem bin selbst ich sprachlos. Was für einen Namen geben wir diesem Overwatch? Ihr wisst es schon. Na gut, aber mit Trigger schießt er nicht, sonst wäre das schon mal längst eine Schelle fertig gewesen, sag ich mal, ja. Also immer werde ich ihm nicht reindrücken können, ja. Das sieht alles sehr, sehr händisch aus. Mit der Tech 9 hat es irgendwie komischerweise da in den einen Typen reingelockt, aber... Gut, das ist halt fucking Tech 9, Mann, die hat Spread. Aber ich denke mal, der wird hier nur auf ESP gehen. Beziehungsweise halt, wenn es ein komischer Public Hack ist, irgend so ein Wallhack, Air Other Models 2 Scheißgedöns, keine Ahnung. Wie auch immer. Oh ja, er ist wunderbar. Ja, wobei, aber irgendwie. Warte mal. Mit der Waffe können wir es vielleicht ein bisschen besser begutachten. Ich mach mal hier ein bisschen Slow-Mo. Oh. Habe ich das Lomo zum richtigen Zeitpunkt angemacht und er ist down gegangen. Ja gut, aber... Gut, Aim Assistance bin ich mir nicht sicher, deswegen gebe ich dem das nicht. Aber, meine Freunde, denkt dran. Egal, ob oder nicht. Ich kann es nicht zu 100% sagen, deswegen nein. Aber er ist ja trotzdem weg, weil... Vision Assistance, ESP, Wallhack, whatever. Ist er weg. Eiskalt weg. Griefing könnte man ihm normal auch reindrücken. Der war in den ersten paar Runden im stand er einfach nur da richtig low rum. Hat er wahrscheinlich erstmal ein bisschen den Cheat noch eingestellt, ein bisschen die ESP-Boxen justiert, in welcher Farbe und Größe er die möchte. Aber ne, ansonsten, ja, die Sache ist safe durch, meine Freunde, oder? Ja, ich glaube, ja, also Leute, der Kerl hat sich auf jeden Fall redlich ein paar Likes verdient. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis demnächst und vor allem vergesst nicht zu liken. Ihr Fixer! Oh.
Okay. Willkommen auf der Endcard, Rotte bitte Suspect und es bin Kultur, Motherfucker, ich bin ganz fresh. Was ist denn Overwatch? Ich zeig dir Overwatch. Check die Beschreibung, dort ist die Playlist, Folge Nummer 1, ja, da nennst du stetig. Also, stell keine dumme Fragen in den Kommentaren, sonst bist du bald zu deiner Mutter fahren und die Bitch mit seinem Hammer nageln. Yeah, could I get a bonus? Wer das nicht geliked hat, hat einen kleinen Penis.